meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder meinen monatlichen DM-Haul und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ja, dann beginne ich mal mit den Beauty-Produkten und habe jetzt erstes etwas Neues von Labello. Das nennt sich Labellino. Klingt ein bisschen arg kindlich, finde ich, aber naja, sieht dem Eos Lip Balm sehr, sehr ähnlich. Es ist auch so kugelförmig, so ähnlich irgendwie. Aber ich bin mal gespannt, wie der sein wird. Hat auf jeden Fall einen interessanten Duft, und zwar Raspberry und Red Apple. Auch eine sehr coole Zusammenstellung, wie ich finde. Also ich bin gespannt, wie der so duftet, ob der noch besser duftet als die Eos Lip Balms und wie er sich macht auf den Lippen. Dann habe ich einen meiner liebsten Lip Liner wieder nachgekauft, den ich auch gerade trage. Und das ist von Manhattan, dieser Extreme Last Lip Liner. In der Farbe 59G, das ist so ein dunkleres Nude, was mir sehr gut gefällt und trage ich sehr gerne. Und der war wieder leer und an den kommt man relativ schwierig. Die sind fast im Ausverkauf, deswegen war ich ganz froh, dass ich jetzt mal endlich wieder einen gefunden habe. Und noch ein Produkt, was ich mir nachgekauft habe, ist dieses Catrice Puder. Das ist das New Delusion Loose Powder in Transparent. Liebe ich ja wie noch was. Also ich finde, das ist das bestmattierendste Puder in der Drogerie. Und gerade eben dieses lose Puder, nicht zu verwechseln mit dem Prime & Fine, ich finde dieses lose Puder nochmal deutlich besser. Und kann ich das nur empfehlen, wenn ihr auch schnelle, glänzende Zonen habt in dem Gesicht, dann nehmt mal dieses Puder hier, das ist wirklich besonders gut. Dann habe ich nach langem Suchen endlich eine dieser Mascaras hier ergattern können. Die war anscheinend mega beliebt oder die hatten irgendwelche Lieferschwierigkeiten, ich weiß nicht genau. Aber diese Aufsteller waren jedes Mal komplett leer. Und jetzt habe ich endlich eine erwischt. Das ist von L'Oreal die Forward/ Superstar X Fiber Mascara. Die hat nämlich eine Besonderheit, und zwar besteht die aus zwei verschiedenen Mascaras. Einmal die Nummer 1, das ist so eine ganz normale, beziehungsweise die Form sieht schon ein bisschen speziell aus. Also so ein bisschen eine 8-Form, würde ich mal sagen. Aber an sich ist das eine normale Mascara-Seite. Und das Spezielle daran ist die zweite Seite. Die hat nämlich so kleine Härchen überall dran. Und die kleben sich so an die noch feuchte Mascara dran und verlängern und verdichten dann das Ganze. Und das soll natürlich viel mehr Volumen schenken und auch Länge. Und da bin ich sehr gespannt. Ich teste die momentan gerade, kann aber noch nicht so genau es dazu sagen. Manchmal finde ich sie sehr, sehr gut und dann einen Tag später denke ich mir so, naja, eigentlich ist es doch nicht wert. Deswegen werde ich sie noch weiter testen und euch dann ein Resümee oder Fazit über diese Mascara geben. Dann hat Balea auch noch weitere Produkte mit Aktivkohle rausgebracht. Davon hatte ich ja letztes Mal so eine Peel-Off-Maske, die aber mehr so mittelmäßig war. Jetzt gibt es noch mehr Produkte, und zwar zum einen diese Tuchmaske, die ganz toll sein soll, und auch Nose Strips. Also damit befreit man noch besser seine Poren und kriegt noch mehr Unreinheiten raus und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese beiden Produkte wirken werden. Und dann habe ich mir noch einen neuen Nagellack zugelegt, und zwar dieser hier von Trend It Up. Das ist so ein gräulicher Ton, der aber so einen Stich ins Lilane hat, je nachdem wie das Licht drauf fällt. Aber so eine leichte Nuance ins Lilane geht der. Und eigentlich ist das so gar nicht mein Fall mit so grauen Nagellacken und so. Ich mag immer so Nude-Töne oder mal so rote Töne. Aber das hier fand ich sehr interessant und meinem Freund gefällt der komischerweise auch sehr gut. Hat mich sehr erstaunt, muss ich sagen. Und ja, ich mag den momentan auch sehr gerne und finde den mal was ganz anderes auf den Nägeln. Und dann gehen wir über zu den Haushaltsartikeln. Und ich habe hier einen Textilerfrischer, der ist neu im Sortiment. Es gibt ja schon zwei Varianten, einmal mit Aprilfrisch und nochmal irgendwas. Auf jeden Fall fand ich die beide sehr gut. Und jetzt gibt es einen mit meinem liebsten Lenore-Duft, und zwar Goldene Orchidee, oder ist einer meiner liebsten. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, den musst du unbedingt ausprobieren. Wenn der so gut ist wie der Weichspüler, beziehungsweise vielleicht noch besser, weil ich das immer direkt auf die Sachen sprühen kann, wenn ich gerade Lust drauf habe, dann wäre das natürlich mega klasse und den wollte ich unbedingt ausprobieren. Denn ich komme, glaube ich, leider so ein bisschen von diesen ganzen Weichspülern ab, weil die einfach erstens mal nicht gut sind für die Umwelt und zweitens, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt mit diesem Duft. Also an sich gefällt das mir sehr gut, aber das bleibt nicht lang genug in der Wäsche. Ich habe immer das Gefühl, das kann ich mir gleich sparen. Also was ich schon an Geld ausgegeben habe für Weichspüle, wo ich kaum irgendwie 2-3 Tage was davon hatte, das fände ich dann immer so schade und das möchte ich nicht unnötig
ins Wasser kippen oder in die Wäsche dazu geben eben. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das viel besser, wenn man das einfach so aufsprühen kann. Und ja, wie gesagt, die anderen Varianten mochte ich auch schon sehr gerne. Summer Breeze war, glaube ich, noch das andere, was es mal gab. Ist immer so ein bisschen saisonabhängig. Und jetzt gibt es eben Goldene Orchidee und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Sachen danach duften werden. Dann habe ich hier noch eine Handseife von Balea, die einfach unglaublich gut duftet. Das ist die Richtung Buttermilk and Lemon und die riecht wie Käsekuchen mit so einem Zitronengeschmack. Und das ist so, so lecker, denn eigentlich hat die mich jetzt nicht so angesprochen, aber dieser süßliche Käsekuchenduft mit Zitrone dazu, es riecht wirklich genauso, ist einfach mega, mega cool. Also ich mag die Sorte besonders gerne und ich freue mich jetzt immer, wenn ich meine Hände waschen kann. Dann habe ich hier noch was, was nach Käsekuchen schmecken soll. Und zwar dieser Tee hier. Der ist relativ neu von Messmer. Strawberry Cheesecake. Und ich bin sehr gespannt, ob der wirklich nach Kuchen schmeckt. Ich mag hier die von Teekanne sehr gerne mit Blueberry Muffin und was es da nicht alles gibt. Und bin gespannt, ob Messmer da mithalten kann und wie dieser hier schmeckt. Dann habe ich mir noch zwei neue Sachen zum Essen von DM Bio zugelegt. Einmal hier die Falafel. Und einmal die marokkanischen Bratlinge. Ich liebe solche Sachen extrem. Die gab es auch schon mal von Alnatura oder so ähnliche Produkte auf jeden Fall. Da muss man nur eine gewisse Menge heißes Wasser dazu schütten, kann das so ein bisschen aufquellen lassen, macht dann kleine Teigbällchen draus und brät die in der Pfanne an. Also geht super easy. Und ich finde, die schmecken so lecker. Hab die aber noch nie von DM Bio probiert und bin mal gespannt, ob die irgendwie anders schmecken, ob gut oder schlecht. Ich werde euch davon auf jeden Fall noch berichten. Dann habe ich ein Produkt für mich entdeckt, das ich zuvor noch nie ausprobiert habe. Und zwar Flohsamenschalen. Klingt im ersten Moment so ein bisschen abschreckend, weil es so nicht lecker klingt. Und das ist ja zum Essen geeignet. Ist aber einfach reich an Ballaststoffen. Und man soll so bis zu 6 Gramm am Tag nehmen mit sehr viel Flüssigkeit. Das kann man auch gleich in Flüssigkeit reinmachen. Dann wird das so ein bisschen shakeartig, so ein bisschen so leicht Gelee-mäßig, aber nicht so extrem. Also so ein bisschen wie Chiasamen, nur nicht so ganz extrem. Und das kann man auch in Joghurt reinmachen und so weiter. Und durch diese hohen Ballaststoffe hat man ein längeres Sättigungsgefühl. Und das finde ich halt mega gut, gerade wenn man so ein bisschen darauf achtet, was man isst und auch etwas haben möchte, was einen länger sättigt, ist das ganz cool und gut zu gebrauchen und sehr gut für den Darm geeignet. Das reguliert das Ganze wieder besser. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das in nächster Zeit so bei mir machen wird und werde ich davon auch auf jeden Fall noch berichten. Und zu guter Letzt habe ich mir eine Packung Ovomaltine zugelegt. Oh mein Gott, ich liebe das seit meiner Kindheit. Das schmeckt so unglaublich lecker und jetzt gibt es bei DM und ich bin so ein richtiger Fan von Ovomaltine. Und wenn ihr das noch nie probiert habt, probiert das unbedingt mal aus. Das ist so ein speziell schokoladiger Geschmack. Das könnte ich praktisch pur löffeln. Also das schmeckt so, so lecker und gerade in Milch und so oder Quarkspeisen einfach unglaublich gut. Also das musste auch mal wieder mit. Das ist wirklich ein mega Favorit von mir. Ja, das war's nun mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.